While the sun was the only rhythm that you found in the Odyssey. Hallo, mein Name ist Jesper Munk und ich bin hier bei Smalltalk. Would you save some faith for me? Keep me awake just for one hour. My time has not come. Yours just ended now. Meine Musik ist meine Reflexion. Also meine Art, mich irgendwie auszudrücken oder zu reflektieren, zu hinterfragen, zu denken, ohne Gedankentabus. Wide open for better time. Also ich denke, dass man von vielen Dingen auch unterbewusst beeinflusst ist und dass es sehr schwierig ist, festzumachen, was wirkliche Vorbilder sind und was eben immer schon mitgeschwungen hat. Aber ich würde sagen, dass das Live-Konzert damals mit John Spencer mich ziemlich geprägt hat, einfach aus dem Grund, dass ich danach wirklich live spielen wollte. Just for one hour, my time has not come. Yours just ended now. Ich habe nie drüber nachgedacht, auf Deutsch Songs zu schreiben. Also ich schreibe auf Deutsch Gedichte und das ist auf jeden Fall anders, aber nicht, also Englisch schreiben ist nicht schwerer oder irgendwas. Ich könnte mich auf Deutsch nicht so ausdrücken, wie ich das auf Englisch kann, wenn ich Songs schreibe. Also es ist einfach nur eine natürlich auf die Art und Weise, auch wenn es vielleicht von außen so aussieht, als würde jemand irgendwie versuchen, die coolere Sprache zu wählen für die Musik. Es ist einfach nur nie wirklich zur Debatte gestanden, auf Deutsch was zu machen. Also, ja, außer Gedichte zu schreiben. My soul smoked from drunk and I hope that you appear. Also es muss auch irgendwo egal sein, wo du dich befindest, in welcher Situation, in welcher Begebenheit, in welchem Vehikel oder was auch immer so. Wenn du diesen Gedanken fassen willst, dann nimm dir ein Notizbuch und schreib's auf. Weil wenn du es nicht aufschreibst, dann vergisst du es. Und nachdem habe ich so versucht, irgendwie eben alles aufzuschreiben, was ich mir so denk. Und so entstehen halt Songs irgendwie in der S-Bahn oder in der U-Bahn oder in der Tram oder in der Bar. Und dann renne ich kurz irgendwo hin und schreibe schnell was auf, damit ich die anderen nicht stress. Und dann komme ich wieder zurück und dann habe ich das aufgefasst, einfach irgendwie anfassend gemacht für mich selbst. Ja. John Spencer hat mich total beeinflusst, Mocky hat mich total beeinflusst, mein Vater hat mich total beeinflusst, der Clemens hat mich total beeinflusst, mit dem ich zusammen in der Band spiele. Sehr viele Menschen haben mich extrem beeinflusst, ganz einfach aus dem Grund, weil du das Glück hast, in deren Zeit zu leben. Ah, vielen Dank. Ja, hat mich gefreut.